Hallo meine Freunde, willkommen zurück in Valheim. Heute ein kleines Update-Video, da ein kleines Update kommt mit Haha, Wunder, yay, Freunde. Leider nichts Großartiges, außer einer Sache, die absolut geil ist und die Sache kann man eigentlich nur gut finden. Zumindest wenn man so einen Baustil macht, verwendet wie ich. Aber das ist das letzte in den Patch Notes, also sprechen wir es auch als letztes an. Ich werde mich jetzt hier irgendwo her platzieren, schön. Schönen Blick dahin, so, man denkt, wie sieht's denn gut? Tschuk. Ja, das schaut gut aus. So machen wir das und blend euch den Screenshot ein. Und wenn es weiß ist, ab jetzt da. So, heißt so viel wie: Sie haben einiges am Terrain Modification System geändert. Da steht: This was a long one. The patch has been taken extra long to, time to develop due to the new terrain modification system. The new terrain modification system is made to reduce the number of network instances and make loading faster and smoother. Technically, it's a pretty big change, but hopefully you should not notice that much of a difference. Expect one mini behavior changes to the hoe and the pickaxe, and of course, much smoother loading in the areas. We have a lot of terrain modifications. All terrain modifications after this patch using hoe, pickaxe or cultivator will automatically use the new modification system. For existing areas where heavy terrain modifications have been made before this patch, we added a special console command opterrain that basically converts all the old terrain modifications in the nearby area to the new system. To use the opterrain console command, you first need to enable the in-game console by adding Bindestrich console as a launch argument for the game. So, puh, okay, was heißt das jetzt? Heißt für mich so viel wie: Sie haben das Terrain Modification geändert, das weniger Instanzen aufmacht, weniger laggy, weniger das Spiel so stark beeinflusst und dass das Loading smoother rennt. Ist mir jetzt persönlich nicht aufgefallen. Ich glaube, da steht auch irgendwas, dass darunter dann beim Terrain Modification, dass zum Beispiel die Terrain Modification zuerst lädt, bevor die Buildings geladen werden. Und zumindest ist das beim neuen Terrain so. Und das sollte das Ganze halt irgendwie versmoothen. Smoothie. Und im Endeffekt sollte das Ganze eigentlich Spiel geben. Das ist eigentlich ein interner Change von der Technik ein bisschen. Es soll halt einfach mehr. Sie haben am Terrain Modification System was geändert, dass das Ganze besser läuft, weniger Instanzen aufmacht im Hintergrund, also weniger Performance frisst und dass es schneller lädt. Das Terrain Modification zuerst lädt, wahrscheinlich wegen schwebender Gebäude oder sonst was, das weiß ich nicht. Und im Ende kann man auch noch die alten Terrain Sachen mit der Konsole, wenn man es im Bindestrich Console aktiviert, kann man auch die alten Terrain, also Terrain Modifications dann ins neue konvertieren. Man sollte eher, wie da steht, aber von selbst machen, weil wenn es nicht zu riesig waren, die alten. Ja. Ist es eher so ein Grundgerüst interne Veränderung, die im Endeffekt wahrscheinlich doch dann Auswirkungen hat, wenn wir massiv Terrain modifizieren, dass eben dann nicht irgendwie die Performance in den Keller geht. Ja, das war mal der Grund von denen, warum es so lange dauert hat. Was haben sie dann noch drin? Sie haben drin noch Swamp Draugr Spawner Location Fix to prevent Draugrs from spawning inside stones. Also die Draugr Spawners sind anscheinend irgendwie von der Location her gefixt worden, weil die manchmal irgendwie in Stones gespawnt sind. Das sollten sie jetzt nicht mehr tun. Oh, schau, unsere Bewässerung ist wieder da. Sollten sie jetzt nicht mehr tun. Ja, das ist schon mal gut. Logs Pad SFX Fix. Also irgendein Lox-Sound war irgendwie im Eimer. Wäre mir bei meinen Getamten hinten nicht aufgefallen, aber anscheinend war es halt so, sonst hätten sie nicht gemacht. Man muss ja Gott sei Dank nicht immer alle Fehler auch haben, nur weil es es gibt. Aber ich bin sowieso meistens ziemlich gesegnet. Oft lässt man von schweren Fehlern, Safe-Game-Fehler hat es am Anfang hier gegeben, wo die Safe-Games dann Pearl gegangen sind. Aber im Endeffekt hatte ich das nie. Ist alles eigentlich gut beim Alten geblieben. Hat auch gut funktioniert. Nie ein Safe Game verloren. Nur jetzt habe ich gerade so ein Bug im Menü, dass mein Name doppelt ist. Das ist bei einem Backup vom Safe Game von mir irgendwie was schief gegangen. Jetzt steht es doppelt da. Ja, soll so sein. Es gibt Schlimmeres, sage ich jetzt mal. Was haben wir noch in die Patch Notes drinnen? Wir haben noch: Torches in locations should no longer support constructions. Das heißt, die Fackeln an der Wand haben anscheinend die
Konstruktionen aus Holz und allem die Buildings supportet, was natürlich Schwachsinn ist, aber anscheinend, weil es als Gebäudeteil gewertet wurde, anscheinend irgendwie gemacht. Ja, okay. Jetzt tut es nicht mehr. Dolmen Location Stone Fix, Size Fix. Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, was das ist, das Dolmen. Wenn ihr es wisst, ab in die Kommentare. Ich will das jetzt gar nicht googeln, es dürfte nur eine Kleinigkeit sein. Es ist ja nur die Steingröße, wurde gefixt, aber okay. Dann stellen wir noch die New Terrain Modification System. Haben wir schon. Dann Terrain Modification Priority Changed. Terrain Modifications in an area should load before buildings only applies to New Terrain Modification System. Also im neuen Terrain Modification System sollten, wie vorher gesagt, die Terrain-Veränderungen zuerst laden und nachher erst die Buildings. Dann hat man nicht mehr so schön schwebende Häuser ohne was drunter oder etc. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch was mal kaputt ging oder so, wenn da irgendwas vielleicht schon berechnet war und es wäre gefallen und dann, ich glaube nämlich schon, da unten steht nämlich irgendwas. Dann, World Loading Tweaks. To fix issue with ships and buildings getting damaged while loading. Anscheinend sind Gebäude und Schiffe teilweise gedamaged worden beim Laden, wenn es anscheinend irgendwie blöd wo gestanden sind und vom Laden her das irgendwie verkehrt oder zu langsam irgendwas war, hat anscheinend das andere dann irgendwie Damage gehabt. Ja, Kleinigkeiten, was im Endeffekt mir auch noch nicht passiert, bin aber auch nicht so der hab 1000 Schiff-Typ, also von daher immer nicht aufgefallen. Buildings ist mir auch nicht aufgefallen. Dann, stop server list download when leaving the start menu to decrease network bandwidth usage. Ja, er lädt die Serverliste nicht mehr runter, wenn man ins Startmenü verlässt, damit die Bandbreite nicht so belastet wird, okay. Und jetzt kommt's. Der absolute Oberhammer, der absolute Oberhammer und mich ärgert's, dass ich gestern den Scheißerich gebaut habe. Lowered the amount of stone required to raise ground using the hoe. Jetzt braucht man ernsthaft weniger Steine, um den ganzen Scheiß da hochzuziehen. Für was habe ich die ganzen Steine gefarmt? Ach Gott, na. So eine Kacke. Habe ich sogar schon probiert. Jetzt braucht man nur noch zwei. Oh. Toll, ne? Super. Jetzt brauche ich den ganzen Mist da hoch und jetzt brauche ich es nicht mehr wirklich. Muss der, da sind keine Fische. Vom Thema. Ja, das war's eigentlich. Insofern jetzt mit den Patch Notes. War ein kleiner Patch. Manche werden enttäuscht sein. Und sich denken, Alter, wegen dem bisschen habt so lange gebraucht, Alter, stell das Programmier an. Ich will die da jetzt, ich bin zwar nicht der Mensch, der gerne alles verteidigt, wenn es irgendwas sowas gibt, aber ich muss dazu schon sagen, ich denke mal, so wenn man so, ich kenne das von meiner Arbeit her jetzt nicht Programmierer, aber so bedienen so CNC-Maschinen, programmiere die. Wenn man die Programme da einstellt und einen grundlegenden Fehler hat, man kann zwar arbeiten, aber es ist halt immer der grundlegende Fehler, wo drin, der sich halt irgendwie was verkompliziert oder Leistung frisst. Wenn man den mal behebt, dauert es länger und man sieht dann oft im Nachhinein nichts davon. Das kennt sicher jeder von euch. Man macht was, ist fertig und man sieht nichts, weil es einfach so eine interne Geschichte war. Das dürfte da auch irgendwie der Fall sein. Aber wenn das Grundgerüst, man kann nichts machen ohne einen gescheiten Grundgerüst, wenn das Grundgerüst jetzt verbessert wurde, dann kann man natürlich dann auch besser darauf aufbauen und hat mehr Möglichkeiten, was zu machen. Also ich denke mal, dass das schon für die was Großes war. Und werden wir ja, sollten jetzt da ja wieder mit Content bald ums Eck kommen, mit Herd und Heim wahrscheinlich. Ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen, für das kleine Update-Video. Ich werde jetzt mich an die Gemütlichkeit einmal anmachen, einfach so, weil das haben wir noch nicht. Und dann spielen wir nochmal eine Runde Star Sand, weil es cool war, das Game, und wir nicht geschafft haben, bis zur zweiten Nacht zu überleben. Gut, Leute, dann danke fürs Zuschauen. Ihr seid die Besten. Ich freue mich wirklich immer über die Kommentare. Ich freue mich auch immer total, wenn sich doch einige Leute das Video anschauen. In letzter Zeit sogar recht viel bei Valheim. Wirklich, das ist Wahnsinn. Kannte ich so gar nicht. Und ich hoffe, dass es so weitergeht, auch mit anderen Spielen. Wenn wer einen Tipp hat für ein gutes Game, was bald kommt oder so, ich spiele gerne neue Sachen, oder auch ein altes, was super geht, ab in die Kommentare, würde mich auch freuen. Ich werde jetzt mal bald die Beitragsfunktion auf YouTube studieren, inklusive Umfragen starten, dann werden wir da ein bisschen mehr miteinander kommunizieren. Ich quatsche ja gern, wie ihr seht, sonst würde ich nicht alleine vor einem PC sitzen und in ein Mikro sprechen. Von daher, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Abo, Like, Comment nicht vergessen und ciao!